Aber woher wissen Sie das? Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ja. Na, hoffentlich nur das Beste, nicht? Er trennt den Müll und macht die Handwäsche. Ja, toll, wer macht das sonst schon? Ja, leider viel zu wenige. Ich geniere mich oft für meine Geschlechtsgenossen. Selbst ich, der in diesem Bergwerk Tag und Nacht schufte, ich komme nach Hause und bügle Bettzeug. Taschentücher, die schwersten so die Hölle. Nick, der wird jetzt einmal rot dabei. Sagen Sie, leben Sie allein? Ja. Toll, und was machen Sie heute Abend? Wieso? Naja, ich hätte da auch noch einiges zu bügeln und außerdem, mir gefällt Ihre Mini-Bliese. Das ist jetzt zudringlich, das ist ein Amtshaus, ein Breitfuß, helfen Sie mir. Ja, sicher. Das... Fangler Geil, bitte. Wirklich? Ja, leider. Komm, gib mir dein Brot. Jösses, die vielen Blumen, so kriegst du keinen Kopf weh? Nein, wieso? Na, jetzt sind wir ein bisschen unlocker geworden, der Herr Weber heute. Nur weil wir einen ein bisschen angequatscht. Sie hat mich nicht angequatscht, sie hat mich belästigt. Na, ja, das haben Sie mir aber selber zuzuschreiben, Sie. Bettzeugbügler. Wieso waren wir denn so nervös? Bitte, wo kommen wir da hin, wenn mir nicht die Initiative bleibt? Wo ist der Reiz von Erotik, wenn ich dich anfange? Es ist wichtig, dass man anfängt. So wie beim Schach jetzt. Was ist das? Ich will ja nur helfen. Das ist ja das Schreckliche. Kommen Sie, gehen Sie rüber, was basteln. Bitte. Die Dame hat seinen Spaß mit Ihnen erlaubt und aus. Ich mag keine Späße, wir alle lachen, nur einer nicht, nämlich ich. Also dann bis am Abend, gell? Ciao. Herr Weber, ich habe Sie jetzt aber nicht irgendwie verunsichert, oder? Verunsichert? Was ist das genau? Ah, dann passt es. Sagen Sie, gehört Ihnen der coole Flitzer da vor der Tür? Freilich. Wieso? Tolles Auto. Passt mir leider überhaupt nicht zu Ihnen. Wiederschauen. Ich fahre ja ein 77er Polo. Jösses, Sie Armer. Ich bin doch cool, oder? Ja. Entschuldigung, das ist für die Frau. Ja, genau, geil. Wurscht, ich gebe jetzt an. Ja, bitte. Wiederschauen. Ja, danke. Ich nicht cool? Was soll ich denn der? Ach, na, geil. Ah, danke. Was sind jetzt von mir? Da drin schaut's aus wie ein Palmenhaus. Weil Sie sagen Palmershaus. Palmenhaus, Herr Weber. Na, was schenken wir jetzt der Frau Knackerl zum Geburtstag? Sie, Herr Weber, was Sie ja schenken, ist mir eigentlich relativ egal. Und ich werde ihr irgendetwas schenken, was ich für mein Dafürhalten als das Richtige empfinde. Was denn? Einen Nagellackentferner und eine Jute-Toga, damit Sie nicht wieder in Versuchung geraten. Sie, Herr Weber, wo gehen Sie hin? Was ist das? Ja, das Kopierzimmer. Richtig. Ja, was machst du da drin, bitte? Eine Ozontherapie. Frau Knackerl, kommen Sie bitte mal zu mir. Ja, warte, bleiben Sie mal drinnen, kommt schon hier. Folgendes. Sie, wir haben da keine Modenschau. Ja, das heißt, das ist ein Amtshaus und das muss alles in einem gewissen Rahmen bleiben, bitte, ja? In Ihr Braben? In einem allgemeinen Rahmen, wenn ich bitten darf, ja? Wenn ich mir das jetzt schon 100-mal gesagt, der Rock, ich werde es in einen langen Rock an oder sitze ich in eine Hose an? Ja, weil wir kommen dazu. Ist gut. Ja. Nicht gut? Ja, jetzt mit Geschirrtung am Schirr. Was du so Edgedör? Was soll denn das? Der Herr Edgedör hat sich beschwert. Na,
Sagen Sie mal, Herr Breitfuß. Jetzt nichts, Herr Breitfuß, ich habe mich nicht beschwert. Ich habe nur in aller Höflichkeit eben gesagt... Na, was haben Sie gesagt? Ich habe Sie darauf aufmerksam gemacht, dass wir eben gewisse Amtsanträge hier im Amt haben. Ach so, wo? Na, da. Ich meine, man reden ja alle mit gefärbten Haaren aneinander. Ja, Sie laufen auch zu Hause nicht mit gefärbten Haaren herum, oder? Na gut, weil das war ja noch schöner. Obwohl... Wäre mal was anderes. Hm? Sie, Herr Weber, wir haben da oft einen Parteienverkehr, also nicht oft, aber doch, leider, ist so, Faktum, und daher sind allem natürliche Grenzen gesetzt. Nicht? Und Sie mit Ihrem... Outfit, ja, ich bin immer im Grenzbereich. Nein, Sie sind drüber. Ich meine, schaut, Herr Weber, Sie, ich meine... Sag ich eins, ja, ich habe nichts gegen einen kurzen Rock, ja, nur kurz und kurz. Der Unterschied. Und was ist der Unterschied jetzt konkret? Wenn ich einmal sehe, ja, wo bei einer Dame die Beine zusammengehen, ja, sie, ja, das möchte ich nicht sehen. Ja, bei manchen Damen gehen die Beine schon bei den Knien zusammen. Das sind vielleicht Ihre Erfahrungswerte, gell? Aber ich brauche das nicht. Ich glaube, der Unterschied ist der, mir gefällt es und ich sage es auch und Ihnen gefällt es auch, aber Sie geben es nicht zu. Nein, es gefällt mir nicht. Also, schon. Ist das wurscht jetzt bitte? Wurscht? Oh, dann stehen da unterm Schreibtisch und gibt's nicht zu. Herr Weber, ich habe überhaupt nichts unter meinem Schreibtisch. Noch schlimmer. Weil ich halte den Schreibtisch sauber im Gegensatz zu Ihnen, nämlich auch unten. Und außerdem ist das eh mein Problem. Ja. Ja. Wenn es Ihr Problem ist, vielleicht kann ich helfen. Reden wir drüber. Was kann ich dazu tun, dass es... Ist das Problem, Herr Doktor? Also, ich muss mir das den ganzen Tag anschauen, ja? Weil ich bin der, der da den ganzen Tag im Amt sitzt. Im Unterschied zu Ihnen. Ja, ich bin auf Außendienst. Ja, wieso bin ich nicht auf Außendienst, hä? Ja, weil man nur Mitarbeiter auf Außendienst schickt, die man auch herzeigen kann. Herr Weber, recht werden Sie vielleicht noch werden, ja? Aber fein werden Sie nicht mehr. Sie schwule Tote! Glauben Sie, meine Herren, dass dieser Ton einen guten Eindruck macht? Herr Weber, Herr Breitfuß, ich glaube es nicht. Ich glaube das auch nicht. Sicher nicht. Eben. Daher möchte ich Sie für dahin auch um ein bisschen mehr Kontenance bitten, gell? Aha, ja, jetzt haben wir aber leider keinen da, aber der Herr Weber hat ja ohnehin immer seinen Cognac am Schreibtisch stehen, nicht? Kappe. Herr Senatsrat! Was finden Sie zu uns? Ihr Geburtstag, Frau Knackerl. Daher habe ich Ihnen auch ein kleines Präsentel mitgebracht. Bitte Sie, Frau Knackerl, Blumen schenken doch nur Geist und fantasielose Idioten. Ich möchte Ihnen das aber nicht so coram publico überreichen. Ja, na, dann gehen wir bei Büro. Na, dann gehen wir. Ja. Um Gottes Willen, die vielen Blumen, da schaut sie aus wie im Spital. Hohoho! Ho, ho. Ah, wir wollten nicht schauen, was die Frau Knackerl so an Geschenken kriegt. Wissen Sie vielleicht, was die Frau Knackerl interessieren könnte? Naja, die Enzyklopädie Britannica sicherlich nicht. Naja, außerdem soll es ja keine Kleinigkeit sein. Die Enzyklopädie ist keine Kleinigkeit. Sie wiegt in ihrer Gesamtheit an die 30 Kilo. Ja, wer soll denn das tragen, bitte? Na, es müsste was sein, wo wir alle was davon haben. Ne? Und zwar... Sie! Wir kaufen mir 5 Packungen Super Dickmanns. Nein, ein persönlicher Gutschein, das ist es. Ja, das ist gut, dann schreibe ich auch was Originelles. Was gibt's hier? Was? Ich gehe dreimal für die Frau Knackerl auf die Post. Gut, dann geben Sie von mir 5. Es ist mag. Das ist aber höchst mager. Wieso? Der Wirt kocht eh so fett. Außerdem hergescheit. Ja, was haben Sie schon für die Frau Knackerl für Geschenke? Ich habe etwas, woran sie sich ihr Lebtag lang erinnern wird. Ah, eine Wurzelbehandlung. Aber nicht verraten.
Nicht groß? Ja, das ist relativ teuer. Ja. Sehr teuer. Moment, kennen wir es? Ja, aber natürlich. Mahlzeit. Mahlzeit, das ist eine Art, die einen wunderschönen Abend auch noch. Und? Was haben Sie gekriegt? Was zum Anziehen? Ah, und? Na, Vorführung. Na, 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 Herr Breitfuß. Es geht nicht. Wieso? Was heißt, es geht nicht? Ich hab's schon an. Na gut, dann bekommen Sie von mir aber etwas Persönliches. Habe ich eine Idee gehabt für einen Gutschein. Entschuldigen Sie, wenn ich unterbreche, aber ich möchte gerne als erstes gratulieren, sonst wird mein Geschenk sauer. Er schenkt ja Milch. Meine liebe Frau Knacker, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen aufrichtig Glück, Gesundheit und noch viele sinnliche Freuden mit meiner kleinen Aufmerksamkeit. Aber natürlich! Super! Ja.